Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind immer noch bei unserer kleinen Rundtour um Leonia. Und wir sehen ganz schön sauig aus. Aber das ist nicht weiter wichtig, denn wir haben das Siegel des Turms in der letzten Folge geöffnet. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es hier drin gibt. Testos Turm. Das klingt ja so ein bisschen. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, aber. Als würde irgendein Zauberer, Magier oder was auch immer hier drin wohnen oder gewohnt haben. Gucken wir mal. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Vielleicht neuer Questgeber, vielleicht neuer Händler oder einfach nur irgendein geiles Item. Anscheinend letzteres. Ich hoffe zumindest letzteres, nämlich Ton geht auf geiles Item. Mal schauen. Und? Okay. Speicherstand, das ist schon geil. Nicht mega geil, aber doch schon geil. Definitiv. Damit können wir noch was anfangen. Noch ein Zauberplatz mehr für uns. Ja, doch, man kann das schon als geil bezeichnen. Noch mehr hätte ich mich vielleicht sogar über ein paar Dunkelschmiedesteine gefreut. Zwar relativ banal, aber wäre für mich durchaus nützlich gewesen. Wenn es in der richtigen Stufe gewesen wäre, natürlich. Aber hier wollen wir nicht meckern. Das ist ey. Hartnäckiger Murray. Das ist schon ganz praktisch. Klicken wir doch gleich mal an. Einen weiteren Zauber, Junge, Junge. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Bestialische Schlinge, den habe ich auch ein paar Folgen schon ausgerüstet, aber so weit sind wir noch gar nicht gekommen. So, den ganzen Quatsch können wir nicht nehmen. Ich überlege gerade, was könnte uns denn noch helfen? Magiefestigung vielleicht manchmal. Magieschadenresistenz erhöhen. Jo. Dringende Heilung und so braucht man, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile so viele Heiltränke, da ist das eigentlich schon nicht mehr so praktisch. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Ich glaube nämlich, es wird gerade dunkel. Und wir sehen so, ja, später am Tag, wir sehen so schon so wenig. Deshalb rasten wir mal bis zum Morgengrauen. Um dann unsere Reise fortzusetzen. Ich finde es echt krass, wir haben hier das Dingens aktiviert und diesen Turm komplett ignoriert damals. War eigentlich der Drache? War der Drache hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass wir eigentlich hier auf der Suche waren, nach oben. Und das Ding nur mal so nebenbei mitgenommen haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir schon. Krass. Da sieht man bald mal, dadurch, dass das Spiel eben so gross ist. Wie schnell man halt abgelenkt wird oder Dinge vergisst. Ist jetzt nicht als Kritik gemeint, bevor jetzt jemand das falsch versteht. Das ist eigentlich ja schon ganz geil, dass man halt mal dann auch wieder an Ecken wiederkommt und sich denkt, hey, hier gibt es ja noch was zu entdecken. Finde ich wirklich ganz cool. So, hier sind wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon lang geritten. Zumindest so grob. Gucken wir mal, was es hier noch alles zu erkunden gibt. Ja, mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich auch mal, aber gut, das hat jetzt immer noch nicht gepasst. Mal. Ich weiß gar nicht, ob ich dazwischen die Folgen mache. Ne, ich glaube, ich nehme euch da mal mit. Mal wieder in die Tafelrundfeste irgendwann zu gehen. Und da mal ein paar von den Standardwaffen aufzuwerten. Die Streitkolben zum Beispiel, falls wieder ein paar Kristallianer begegnen. Da haben sich die ja schon echt bewährt gemacht. Das Naginata natürlich möchte ich gerne noch weiter aufwerten. Ja, ihr lasst mich mal in Ruhe, ich habe nämlich eigentlich gar keinen Bock, gegen euch zu kämpfen.
ja, Streitkolben, Naginator und Schwert. Mal gucken, also halt von den normalen Schmiedesteinen haben wir eigentlich recht viele. Zumindest um sie mal ein bisschen hoch zu leveln. Mir fehlen ja nur die höheren Schmiedesteine, soweit ich weiß. Um die Stufen halt mal richtig nach oben zu bringen. Zumindest mal so ein paar Punkte reinzustecken, sollte es eigentlich bei mehreren Waffen schon reichen. Was finde ich auch ganz cool, auch mal so für mich selbst mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Momentan können wir all diese Waffen noch relativ gut benutzen. Ohne dass es uns jetzt in irgendeiner Art und Weise von den Attributen her Strich durch die Rechnung macht. Das ist irgendwie verdächtig. Was gibt's hier? Stufe 4, schade. Ich lese einen Dunkelschmiedestein und freue mich schon, aber zu früh gefreut. Dann haben wir den Ort der Gnade. Irgendwie verdächtig. Irgendwie verdächtig. Okay, den aktivieren wir mal. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch einfach mal. Wir gehen jetzt mal kurz in die Tafelrundfeste und schauen mal, was wir da noch an normalen Waffen upgraden können. Ich habe da irgendwie ein bisschen Bock drauf. Alter, was geht denn hier ab? Was, wer bist denn du? Alter. What the fuck, wer bist du denn hier? Friss das? Leute, was? Was war das? Greifende Knochenhand. Holy shit. Okay. Ich hatte gerade schon, als ich hier gereist bin, so ein bisschen schlechtes Gewissen, von wegen, oh, das langweilt jetzt vielleicht. Aber. Holy shit. Diese furchtbare Waffe wurde aus dem Erdennamen eines Skeletts gefertigt, geführt von Enscher von den königlichen Reliquien. Ihr legt sie an, indem ihr in die Faust greift, bis sie zupackt. Oh, schutzloses Wesen, nehmt meine Hand und lasst euch von eurem König führen. Talent Vampirfaust. Ein Talent mit der Macht über das Leben selbst. Ein langsamer, kontrollierter Schlag mit einer von Energie erfüllten Faust schlägt den Gegner bewusstlos und raubt seine LP. Wirkt nur gegen Feinde von menschlicher Statur. Interessant. Waffe mit Lebensentzug, aber sie braucht wieder Arkan. Oder was ist wieder? Die braucht Arkan, ich weiß halt. Also nichts für uns. Okay. Leute, wir quatschen jetzt mal mit allen, ob uns hier da jemand was zu sagen hat, was das auf sich hat. Ah, you appear then. Nee. Macht er eigentlich mal mit einem anderen geilen Scheiß Gegengift? Das braucht man nicht, weil wir haben hier diese heilende Flamme, die hilft ja auch gegen Gift und Dingens. May the golden order shine through you. Mhm. Du bist doch eigentlich der Typ, was Tod oder was das angeht. Und ich? Sachen mit Heiligschaden können wir selbst. Ja, das. Helm des toten Königs. Rüstung des toten Königs. Stulpen, Beinschutz des toten Königs. What the fuck? Ich hab irgendwas verpasst. Eine Rüstung verziert mit goldenen menschlichen Knochen gehört einem der stummen Diener von Sir Gideon, dem Allwissenden. Regeneriert bei niedrigen LP langsam eure LP. Angeblich stammen die Knochen von einem Fürsten der Antike, dem seelenlosen König. Encha war der Fürst der Verlorenen und Verzweifelten. Ey. Ich bin gerade kurz ein bisschen am Stocken. Wir haben doch jetzt aber niemanden NPC-technisch
angegriffen oder getötet oder dergleichen, dass der uns jetzt hier attackiert? Was ist hier los? Was ist hier los? Warum wollt ihr uns stoppen? Ich spreche mit ihm. To the capital, Landell. To the two fingers will do. You may be our best hope. So. General Radahn, the famed Red Line, yeah. Fought Melania and her rot to us. And by my reckoning, though, I doubt him. Silvis Trankzeit. Oh, das ist ja cool. Wo hat er hier über Enchar? Oh, my apologies for that nasty business. Enchar got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Enchar is slain and gone. Finished. Forevermore. Okay, warum er das jetzt genau gemacht hat? Allow me to tender some advice. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Jetzt war ich ein bisschen schnell. Moment. Scheiße. Westliche Ruinen Liurnia. Och. Fuck, da muss ich sonst gleich mal meine eigenen Aufnahme gucken. So, ich kann noch was über den Medaillon sagen. Ich dachte, er sagt jetzt das gleiche nochmal. Ich habe mich zu schnell weitergedrückt. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Okay, dann hat er uns offenbar wegen dem Medaillon jetzt angegriffen, oder was? Weil wir das hatten. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Okay, warte, wir gucken jetzt, bevor wir weiterhin. Meine Fresse, der Satz könnte doch nicht länger sein, ne? Westlich von Leonia Ruins. Ruinen, ist das damit gemeint? In der Höhle westlich. Viel westlich ist ja nicht vom See. Könnte das Reich aus Katakomben? Ah, die ist das. Oder was? Albinoric, sagt er, ne? Journey to the capital, Landell. The two fingers will do. You may be our bet. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the... Okay. Interessant, ey. Gut, dass wir hier gekommen sind. Damit hat Elysio das Rätsel, wer sie ist. Abbruch. Da müssen wir als nächstes dann hin. Dann habe ich das. Also ich bleib bei meiner Theorie, er hat uns angegriffen, weil er das Medaillon haben wollte, oder was? Journey to the camp. Okay. Und wir können ihm diesen Trank zeigen von dem einen Dude, dem wir nicht so richtig trauen. Is that portion what I think it is? Bloody Celibus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The round table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me and see if we can't get one over on the bastard? Ich trau dem Typ mir nicht. Also mein... Ich geb's ihm erstmal nicht. Ich möchte erstmal wissen, mit wem wir es zu tun haben, wem wir den Trank geben sollen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß oder sie. Ich glaube, es war eine sie. Also ich behalte ihn erstmal für mich. Wir können ihm den Trank wahrscheinlich auch später geben. I won't force you. If you want to do that dolly botherer's bidding, that's up to you. Not that I could fathom why you'd want to.
Interessant, das ist auch schon mal cool. Also das hat sich jetzt gleich schon doppelt gelohnt. Wir wissen jetzt, dass wir mit dem Trank auch was anderes anstellen können. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über dieses Medaillon. Die Tür ist immer noch zu. Klangperle haben wir keine. Ist hier noch irgendwas weiter eigentlich zu kaufen? Nehme. Okay, krass, ey. Ich komme noch nicht darüber klar. Also, das sind eigentlich ja ganz simple Sachen, die sie hier nutzen. So von wegen, du gehst in einen sicheren Ort und wirst dort dann trotzdem angegriffen. Ist jetzt nicht definitiv das erste Spiel, was so Twists bringt. Aber definitiv cool. Allein schon, als man hier reinkam und es sieht alles komplett anders aus. Man denkt sich, Alter, was ist denn hier passiert? Und dann kommt er aus dem Nichts angesprungen und greift dann an. Das fand ich schon ziemlich cool. Always good to see you safe, son. Guck mal, wir können mit ihm reden. Das ist auch neu in Anführungszeichen, was er jetzt zu sagen hat. Maybe I should tell you. Lately, I feel I'm on the precipice of falling into a deep, fathomless slumber. And I have an inkling it could spell trouble for you somehow. So I just wanted to get the apology out of the way beforehand. Since you're so scary and all. Okay. Keine Ahnung, ob man ihm noch irgendwann helfen kann. Und ob es ab irgendeinem Punkt zu spät ist. So, wir quatschen jetzt hier auf jeden Fall erstmal mit allen. Greetings. Are you here for spirit? Die mit ihrer Säuselstimme hier. Die alte. So. Da können wir nicht mehr machen. Ihn können wir theoretisch noch weiter aufwerten. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr benutzt. Wir können noch andere aufwerten. Die sind auf plus 5. Qualle auf plus 2. Die könnte ich theoretisch aufwerten. Aber ich habe die meisten hier gar nicht weiter benutzt. Ne? Halbmenschen. Skelettmiliz hätte ich auch schon eigentlich ziemlich krass aufgewertet. Ist auch schon plus 4. Er müsste ja eigentlich auch ziemlich stark sein. Also wenn er genauso stark ist wie die Typen, die man sonst getroffen hat, gegen die man gekämpft hat, dann hat die es schon ganz schön in sich. Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Und vielleicht sollte ich einfach mal gerade bei so Billo-Bossen oder in so normalen Abschnitten mit normalen Gegnern die Typen einfach mal beschwören. Diese anderen Menschen einfach nur mal, um zu gucken, wie die sonst so drauf sind. Hast du irgendwas Neues zu tun? Dazu sagen? Would you like me to hold the blessing is still a flame in your breast? Would you like to be... Then nein. Good day to... Alter, mit ihren Umarmungen, ey. Spiegelständer benutzt, was haben wir denn hier? Ach, cool. Ach du Scheiße, ey. Ich will gar nicht wissen. Das Ding steht ja garantiert schon von Anfang an da und ich habe das nie vorher bemerkt. Ist halt auch funny. Ich habe mal in irgendeiner der Folgen ganz zu Beginn, glaube ich, noch gesagt, wie cool ich das fand, dass man Neo quasi ständig sein Aussehen ändern konnte. Und dass ich das cool finde, wenn es das in jedem Spiel gäbe. Ja, hier gibt's das. Ich habe es halt nur nicht gesehen, ich Trottel. Aber du saßt, glaube ich, noch nicht immer hier. Hoffe ich mal. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. Und das ist deine bevorzugte Pose, um nachzudenken. Also unbequemer geht's ja gar nicht. Ah, you. Please, it's pathetic, I... Und was ist daran jetzt erbärmlich, dass du nachdenken willst? Komisch. Ihr seid alle komisch in dieser Welt, ey. Hier ist sonst niemand, okay. Ja, es lohnt sich definitiv, sich hier immer mal wieder umzusehen. Jetzt zwar nicht gerade ein Mass Effect Level von Character Development, aber... Oder Interaktion, sagen wir es mal so, aber es lohnt sich. So, quatsch mal mit dir. I took you for dinner, Matter. Lay out your own.
So, Waffen verstärken. So, Leute, jetzt gucken wir mal. Das Ding kann man verstärken. Da gucken wir hier mal jede Menge. Stufe 1 Schmiedesteine haben wir mehr als genug. Das geht also schon mal ohne Probleme. So, das Ding kann man auch verstärken. Ich glaube echt, wir nehmen... Der hat halt den höchsten Schadensoutput. Ich bin jetzt auch nicht besonders wählerisch, fand den eigentlich auch gar nicht verkehrt. Mönchs Flammenstreitkolben passt ja bei uns eigentlich auch ganz gut mit unserem ganzen Glaubensgedöns. Das Kreuznaginator können wir auch weiter verstärken jetzt. 6 Stufe 2 Schmiedesteine. Mal gucken. Da fehlt uns die Geschicklichkeit, merke ich gerade mal so. Weil wir das Amulett, diese Narbe von Radagon gar nicht mehr angelegt haben. Also upgrade ich das erstmal nicht. Wir nehmen jetzt erstmal, weil es da eigentlich am meisten Sinn machen würde. Das wollen wir ja wahrscheinlich irgendwann mal benutzen. Ich sehe nicht so Geschicklichkeit gerade. Upsala. Oh, 17.3 Level im Schick. Ohne zu wissen, ob es sich jemals wirklich lohnen wird. Autsch. Back already. No matter. Ach, was soll's, wisst ihr was? Komm. Die normalen Schmiedesteine finden wir eigentlich auch schon so genug. So. Verstärken. Guck mal, jetzt brauchen wir Schmiedesteine Stufe 3. Davon haben wir noch nicht so viele. Machen wir mal rein damit. So, mehr geht nicht. Auch wenn ich das Schwert hier eigentlich ganz cool fände, weil ein Schwert mir eher zusagt als ein Streitkolben, ist Schwert momentan eher so eine Spielerei, würde ich fast sagen. Der Streitkolben hilft uns zumindest schon mal gegen einen Gegner. Das Schwert ist auch Stichschaden. Ähnlich wie unsere Sensor. Nee, das ist Schnittschaden. Naja. Wie dem auch sei. Wir verbessern jetzt mal dich. Yes. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und mehr geht nicht. Plus 4. Weil, warum sollen wir die ganze Scheiße hier sammeln ohne Ende? Die normalen Schmiedesteine und sie quasi nie benutzen. Dann doch lieber so. Okay, jetzt machen wir folgendes. Huch. Wir gucken jetzt mal. 416. Und guck mal, jetzt sind wir schon bei 299. Ist schon gar nicht mehr so schlecht, um ehrlich zu sein hier. Skaliert man schon auf C. Ähnlich wie unsere Schwingensense. Das ist eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Zweimal noch natürlich ein Unterschied von 100. Aber finde ich gar nicht schlecht. Was bringt der goldene Spur? Goldene Schwur. Hebt die Waffen im Ehrenbaum und kämpft zu ihrer versteckt eure Angriffskraft und verteilt sowie die eure Verbündeten in der Nähe. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? So, warte mal. Ja, hier mal deutlich mehr Heiligschaden und auch noch wesentlich mehr körperlichen Schaden. Aber die. Oh, gut, in die Skalierung sind auch noch ein bisschen besser. Aber wer weiß, ob das Ding nicht irgendwann vielleicht mal ein bisschen stärker wird. Gucken wir mal. Bisher finde ich es gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge ein bisschen Quatsch erzählt, was die Kriegsaschen angeht. Das war nämlich keine Anforderung, sondern die Skalierung nur, die dann dazu kommt. Also wenn wir dann eine Kriegsasche drauf packen mit magischen Schaden, dann brauchen wir kein Attribut als Magie. Oder als Glaube oder Arkan, sondern skaliert nur damit. Aber okay. So viel dazu. So. Jetzt gehen wir nochmal zu der Fingerleserin, die noch irgendwas zu sagen hat hier.
Wie gesagt, diesen Trank behalten wir erstmal noch. Helenausrüstung. Die Rüstung ist halt eigentlich schon ziemlich geil, ne? Aber halt auch verdammt schwer. Die können wir einfach noch nicht tragen. Ja, wir gehen weiter. Okidoki. So. Jetzt können wir hier wieder hinreisen. Uns dann hier drin in dieser Klamm umsehen. Ich bin mal gespannt, was es da noch so gibt. Ja, da gehen wir jetzt hin. Jetzt haben wir doch praktisch die ganze Folge in dieser Tafelrundfeste verbracht. Aber ja auch ein paar neue interessante Informationen erhalten. Und kaum spreche ich das aus. Das ist der Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn. Kaum spreche ich das aus, reisen wir erstmal nach hier natürlich, um mit ihr über das Medaillon zu reden. Ich hätte es echt fast wieder vergessen. Gut, dass ich eben laut ausgesprochen habe, dass wir nützliche Informationen erhalten haben. Ihr kennt mich, ich spanne euch mal wieder auf die Folter, denn was die gute Frau zu erzählen hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.